Handkästomatenstulle trifft auf Entrecote vom Simmentaler. Die Clara in Hanau, ein Mix aus rustikalem Restaurant und hipper Cocktailbar. Originelle Deko-Elemente vereint mit dem traditionellen Stammtisch. Ein ganz einmaliger Look. Wir wollen mit dem Konzept natürlich neue Wege gehen. Und neue Wege bedeutet natürlich auch, dass es Ecken und Kanten hat. Ja? Und dass man auch bei den Gästen dann natürlich das ein oder andere Mal aneckt. Anders sein, flexibel sein, nicht nur mit der wöchentlich wechselnden Karte. Trotz modernem Flair, die Speisen sind regional und saisonale Frische wird groß geschrieben. Wir backen unser Brot selbst, wir backen unseren Kuchen selbst. Also jeder Gast ist herzlich eingeladen, hier bei uns zuzuschauen. Und ja, das ist natürlich auch ein tolles Gefühl, wenn man was mit eigenen Händen herstellen kann oder wenn unsere Jungs in der Küche das mit eigenen Händen herstellen. Und wenn der Ofen aufgeht, das hier nach Brot duftet und die Gäste dann einem auch positives Feedback geben. Die beiden Freunde kennen sich seit Jahren. Ein gemeinsames Restaurant in ihrer Heimatstadt Hanau, der große Traum. Doch um diesen mussten die beiden 36-jährigen Familienväter kämpfen. 7 weitere Bewerber buhlten um die Location. Dazu investierten sie knapp 500.000 Euro in ihr Traumrestaurant. Das war wirklich ein Auf und Ab, ja? Also eine Berg- und Talfahrt. Also von der ersten Konzeptabgabe bis zur finalen Zusage hat sich das über ein halbes, dreiviertel Jahr gezogen. Und wir mussten immer wieder nachbessern mit unserem Konzept. Wir haben natürlich auch hier nichts geschenkt bekommen. Das ist auch der finanzielle Aspekt, der nicht ganz unentscheidend war. Und sind dann wirklich ganz froh und haben zum Schluss dann auch die Korken knallen lassen, als wir den Zuschlag bekommen haben. Morgens 9 Uhr öffnet Clara ihre Pforten, lockt die frühen Gäste. Mit dem Schlemmerfrühstück für 2 Personen zu 9,50 Euro. Mittags wartet dann zum Beispiel ein frischer Sommersalat mit marinierter Hähnchenbrust zu 10,50 Euro. Oder Claras Brotkorb mit selbstgemachten Dips zu 4,50 Euro. Regionale Produkte, frische und ein modernes Ambiente. Eine Mischung, die bei den Gästen gut ankommt. Ich liebe die Clara, weil ich weiß einfach, woher es kommt, wie es schmeckt. Und am Ende des Abends gibt es dann nochmal einen Cocktail und da ist alles dabei. Ich finde es auch klasse, dass alles frisch zubereitet wird. Hab eben mitbekommen, das Brot wird ja auch noch selbst gebacken. Hat er echt Seltenheitswert, also finde ich klasse. Schmeckt auch echt gut, schmeckt frisch, merkt man, dass hier echt mit Liebe gekocht wird. So eine schöne, gesunde Mischung aus so ein bisschen rustikal und modern, das ist nett. Tolles Ambiente, die Leute waren super nett, man wurde toll begrüßt. Essen kam sehr schnell, war alles super frisch. Zum Empfehlen, zum Weiterempfehlen, Wiederkommen. Die Clara in Hanau, ein Restaurant mit Kultcharakter. Darum unser Main-Tower-Prädikat. Herrlich regional. Klarer geht's nicht.